Zoo Royal Bestellung ist heute angekommen. Ich habe nämlich hauptsächlich diese Schatzkiste einmal bestellt, und zwar für Luna, weil ich Luna eine kleine Überraschung machen wollte. Und ich habe noch so ein paar Sachen für meine Kaninchen und meine Hamster bestellt. Die zeige ich euch jetzt einmal im Schnellverfahren, damit wir dann gleich hauptsächlich zu der Schatzkiste kommen. Die packen wir nämlich gleich mit Luna zusammen aus, weil die hockt hier unten schon und wartet ganz gespannt. Und die kommt auch gleich ins Bild. Und ich hoffe, du schmeißt mein Stativ gleich nicht hier um. Pass auf. Genau, hier ist sie. Guck mal, hier ist eine Schatzkiste für dich. Hä? Ja, hier ist eine Schatzkiste. Wollen wir die gleich auspacken? Wollen wir gleich? Ja. Aber wir zeigen erstmal die anderen Sachen. Und zwar habe ich hier einmal diese Grasröhre. Genau, einmal diese Grasröhre bestellen. Luna, pass auf. Oh, da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Und ich denke, was machst du denn da? Aber das ist nicht für dich. Nein, das ist nicht für dich. Und da ist auch kein Hasi drin. Oh, sie muss erstmal gucken. Hm? Nein, da ist kein Hasi drin. Ja, wir gucken gleich. Luna, nein. Ist nicht für dich. Ey. Genau, es ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die in verschiedenen Größen gibt. Auch Luna, nun hör doch mal auf da, bitte. Komm, komm weg hier. Du kommst gleich ran. Ja. Also. Ja, das ist so eine Grasröhre für die Kaninchen. Und genau. Hier, kannst da jetzt deine Nase reinstecken. Dann habe ich hier noch so ein paar Leckereien bestellt. Einmal Chicorée-Chips von JR Farm. Oh, Luna, das ist auch nicht für dich. Genau, einmal diese Chicorée-Chips von JR Farm. Dann habe ich hier einmal richtige Apfelchips, weil die ja vom Mixerama waren ja nicht so das Wahre. Deswegen habe ich jetzt für Frieda nochmal neue Apfelchips bestellt. Und für die Kaninchen noch einmal JR Farm Johannesbrot, was sie aber ganz, ganz selten bekommen. Nur so mal ab und zu als Leckerli. Ja, weil sie davon halt nicht zu oft was haben dürfen. Und diese Dinger stinken unglaublich doll. Also das ist, die Dinger sind sowas von eklig, wenn ich diese Boxen immer aufmache. Also, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schmeckt, aber naja, ich soll es ja auch nicht essen. Dann habe ich für Frieda zwei Maiskolben bestellt. Das wollte ich gerne mal ausprobieren. Ja, ist eigentlich nur was für Mittelhamster und sollten sie natürlich auch nicht zu oft haben, aber ich wollte das einmal gerne testen. Und dann habe ich hier noch so zwei Heurollen, einmal mit Kräutern und Blüten. So sieht das aus. Und noch so eine kleinere mit Karotten und Erbsen. Ja, wir machen jetzt deine Kiste auf. Hm? Wir fangen jetzt schon an. Bist du ungeduldig, ne? Ja? Dann kommen wir jetzt einmal zu dieser Box. Und zwar ist das die Schatzkiste. Die gibt es ja bei Zoo Royal. Beziehungsweise ich habe jetzt gesehen, dass die, glaube ich, für Hunde ausverkauft ist. Die gab es nämlich jetzt zuletzt in einem Angebot für, oh, ich glaube, 14 Euro um den Dreh. Ich blende das sonst nochmal hier unten ein oder packe es in die Beschreibung. Und genau, die Schatzkiste, die habe ich einmal für Luna gekauft, ja, um ihr mal eine kleine Überraschung zu machen. Und ja, Luna ist der Hund von meinen Eltern, also ist nicht mein eigener Hund. Deswegen ist sie auch seltener auf meinem Kanal zu sehen. Und ja, ich drehe heute auch im Gästezimmer bei meinen Eltern, damit sie dann halt auch einfach mit auf dem Video ist, ne? Und damit du auch mal wieder zu sehen bist. Aber ich glaube, du musst gleich hier rum, sonst sehen die Zuschauer dich nicht. Hm? Dann musst du gleich einmal hier. Und wollen wir die Box öffnen? Musst du einmal rübergehen. Ja. So, ich würde mal sagen, bevor sie ganz ungeduldig wird, packen wir das jetzt aus. Und du kannst, bleib hier, dann sehen die Leute dich auch. Auch Luna, hier musst du hin. Nein, du musst auf die andere Seite. Naja, wir machen jetzt mal auf.
Oh, was ist da denn Tolles drin? Oh, Tempo. Aber ich glaube, das ist nicht für dich. pH-neutrale Feuchttücher. Das ist für mich, Luna. Hm? Das behalte ich. Aber guck mal, was da sonst drin ist. Oh, ein Reisenapf. Guck mal. Ein Reisenapf. Oh, was ist denn das alles? Das ist alles für dich. Dann wollen wir mal reingucken. Ich habe die Kamera mal kurz auf die andere Seite geschwenkt, weil sie sonst nicht im Bild wäre. Und ja, sie hat sich schon das Stofftier hier genommen und wundert sich die ganze Zeit, warum das quietscht. Hä? Quietscht das? Zeig mal. Wo quietscht der denn? Da! Ja, das ist ein Spielzeug von Trixi und das ist ja richtig süß. Hier, was ist da? Was ist das, Tippikum? Freust du dich, ne? Hier, freust du dich? Na, nimm das. Hm? Ja, aber wir haben ja hier noch mehr drin. Guck mal. Schau mal. Oh, guck mal. Chico Plus. Aber wir müssen das auch in die Kamera zeigen. Ja, sie ist ein bisschen wilder. Also hier haben wir einmal Chico Plus mit 100% Huhn und Luna darf jetzt auch mal probieren. Guck, hier. So. So. Das war da einmal drinne. Magst du das nicht? Guck mal, was wir hier noch Feines haben. Hier haben wir von Trixi einen Reisenapf. Das finde ich ja auch richtig cool. Wenn man mal irgendwie Spaziergänge macht und ja, eine Wasserflasche mitnimmt, kann man hier das einfach auseinanderdrücken. Das finde ich ja richtig geil. Und wenn man das nicht mehr braucht, dann drückt man das wieder zusammen. Ich glaube, sowas hat meine Mutter noch nicht. Und darüber wird sie sich auf jeden Fall freuen. Richtig cool. Dann ist hier einmal Hip Joint Support for Dogs. Ich weiß nicht, was das sein soll. Sind aber auch solche Leckerlis. So sehen die aus. Na, geht's? Oh, das ist ein bisschen hart. Ja, Luna spielt ein bisschen mit ihrem Stofftier. Und ich mache in der Zeit einfach mal weiter. Dann haben wir hier von Pedigree Rangers Original. Oder Rangers, genau. Mit 95% Fleisch. Leckere Snacks. Ach, Luni. Leckere Snacks und herzhaftes Futter für alle Hunde. So sieht die Packung einmal aus. Jetzt auch probieren. Die sehen fast wie die anderen Dinge aus. Dann haben wir hier auch so eine Dental Snacks oder wie die heißen, Dental Life. Genau für die Zahnstein oder beziehungsweise gegen die Zahnsteinbildung. Und da sind 15 Stück drin. Nee, Luna, ich kann jetzt nicht alles aufmachen. Dann nimm doch hier noch von ein. Hm? Nimmst du hier noch? Ja. Als nächstes sind hier dann einmal Entencracker drinne. Oh Mann. 100% Ente, luftgetrocknet. Und dann ist hier einmal
Hundefutter drin. Rind mit Äpfel, Karotten und Kartoffel. 1 Kilo sind hier drin. Na, da hast du ja richtig schöne Sachen bekommen. Guck mal. Oh, ganz viele Dosen. Happy Dog. Bist du happy? Ja, ich bin happy, Schnappi. Ich halte jetzt einfach nur mal in die Kamera. Ich muss das ja nicht jetzt alles im Einzelnen durchlesen. So. Und dann haben wir noch die. Und noch eine weitere von dieser hier. Und das war's auch. Und das sind so schöne Sachen. Guck dir das mal an, Luna. Du bist die ganze Zeit dann mit deinem Plüsch beschäftigt. Hm? Guck mal, was du Tolles gekriegt hast. Oh, ist das toll. Willst du noch einen hiervon? Hier. Hier. Oh, lecker. Also ich glaube, unsere Luni ist mehr als happy. Ha? So schöne Sachen. Und ich zeige das jetzt hier einfach nochmal einmal so, weil das gerade, glaube ich, ein bisschen hektisch war. Ich halte das hier einfach nochmal so in die Kamera oder zeige euch das hier nochmal im Überblick. Die Sachen waren alle in dieser Schatzkiste drin und das sind wirklich sehr, sehr schöne Sachen, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass da so schöne Sachen drin sind. Und das alles für 14 Euro finde ich echt top. Vor allem das hier gefällt mir echt sehr gut. Wie gesagt, wenn man mal Spaziergänge macht. Dann hier einmal das Futter. Und dann hier die ganzen Dosen mit dem Nassfutter. Und auch alles verschiedene Sorten. Also das finde ich ja echt Wahnsinn. Also auf jeden Fall viel zum Probieren. Dich kümmert das gar nicht, ne? Du bist zufrieden mit deinem Plüschi hier.